Irish. Und wir hinter Irish und Pike hinterher. Hier hoch. Und das sieht wirklich sehr, sehr wie im Krieg wirklich aus. Oh. Oh, oh, oh. Hey Leute, Platz da Leute, macht Platz. Oh Scheiße. Seht euch das an. Da. Nicht zu fassen. Das ist nicht gut, Mac. Viele Leichen. Tombstone! Oh, zum Geier ist Tombstone! Sergeant Wrecker, holen Sie Ihre Männer zu mir! Unterwegs, Sir. Komm, Wrecker. Alles klar, jetzt müssen wir ihn nach oben. Wie hier das Wasser aussieht, das sieht schon... Im Multiplayer sieht das so ein bisschen... Ja, sieht so ein bisschen... Ich weiß nicht. Hier sieht es normal aus. Im Multiplayer sieht es so ein bisschen blöd aus. Ich werde mit euch natürlich den Multiplayer spielen, das keine Frage. Mindestens eins, oder ich werde schon das spielen. Die Zeit wird knapp auf der Titan. Irgendwer muss an Bord gehen, bevor sie im Meer versenkt. Es gibt eine Reihe von Variablen. Wir wissen nicht, wer angegriffen hat und ob sie wiederkommt. Überraschungen können wir uns nicht leisten. Auf Tombstone ist Verlass. Sergeant Wrecker. Agent Kovic übernimmt die Führung. Seine Befehle gelten so viel wie meine eigenen. Erlaubnis zu sprechen, Sir. Aber Captain Sergeant Wrecker... Ich diskutiere nicht mit dir, Irish. Du gehörst einem Squadleader. Ich schaffe Platz für Überlebende. Die Valkyrie geht in Defensivposition, einen Kilometer östlich der Titan. Agent Kovic, lassen Sie antreten. Wir durchsuchen die Titan nach Intel und Überlebenden. Nehmt Waffen und Atemgeräte mit. Alles klar, werden wir mal machen. Und zwar, welche Waffen nehmen wir mal? Die SG, die haben wir vorhin freigeschaltet. Oh. Wie sieht denn die aus? Ich weiß nicht, ob ich, welche ich nehmen soll. Die AK, die sieht schon ein bisschen blöd aus. Dann haben wir hier, was haben wir denn hier sonst noch? Welche Waffe? Die Schrotflinte, die Karabiner, Sturmgewehr. Ich würde lieber ein Sturmgewehr nehmen. Ist irgendwie mein... Ach, gefällt mir irgendwie besser. Ich weiß nicht, wieso. Und zwar... ja, nehmen wir mal AK. Ich habe ein Rip klar gemacht. Los. Oder? Hm. Lassen wir mal kurz alle aus. Wir sind ja, die vom Dienst. Lass es, Irish. Also die C. Z. Nehmen wir mal. Die finde ich auch gut. Also. Beeilung, Marie. Die Zeit ist gegen. Sergeant Wrecker ans Steuer. Oh, toll. Jetzt müssen wir fahren. Hopp. Kommen wir hier rüber. Na ja. Keiner weiß, was hier los ist. Aber das ist eure Gelegenheit, Licht in die Sache zu bringen. Vermasselt das nicht. Erreich die USS Titan. Hier geht's nicht nur um die Valkyrie, Junge. Sieh sie dir an. Hier wäre ich beinahe gelandet. Wie lange dauert es wohl noch, bis das Schiff untergeht? Lange genug. Der ist hier auf zum Schiff. Was genau suchen wir eigentlich, Agent? Die Titan ist ein verdammt großes Schiff. Setz dich und genieß die Fahrt. Wenn wir da sind, erfahrt ihr alles weiter. Du führst uns ins Unbekannte. Was gibt's da zu genießen? Irish, komm schon. Ihr seid hier, um einen Job zu erledigen. Und ich sage, wo es lang geht, okay? Ja, Sir. Agent, komm. Wie bitte, Marie? Ich genieß die Fahrt, wie ich es tun soll. Unter der Titan ist ein Riff am Rand einer 3000 Meter tiefen Schlucht. Sie könnte jeden Moment ab. Kann niemand sie sehen? Wo steckt die Crew verdammt nochmal? Mein Gott. Sie läuft voller Wasser. Glaub sie. Glaub es euch, kleiner Bruder. Irgendjemand hat sie erledigt. Komm, Sir. Wo müssen wir hin? Kommt hier rein. Fahrt um und kreis sie. Sucht nach einem Loch im Rumpf oder so. Okay, das werden wir versuchen. Irgendein Loch zu finden. Da! Ein Loch im BGB! Ich hab solche Schäden schon mal gesehen! Chinesische Schiffsabwehrrakete! Fahr durch, Wrecker! Okay, werden wir machen. Passt auf! Die Titan wurde nicht vom EMP in Shanghai getroffen.
Sie haben mehrere Stunden lang berichtet. Die wir lasst uns beeilen. Los, weiter! Und? Bewegung! Also hier. Escape. Space, sorry. Und hier durch das Feuer. War sie schon extrem. Daumen hoch für die Grafik, wirklich. Die sollte atemberaubend sein und ist sie natürlich auch. So. Oh, Scheiße! Kovic, haben wir einen Fluchtplan, wenn das Ding kippt? Irgendwann wird sie runterrutschen. Dann sollten wir lieber nicht mehr hier sein. Und der VDR auch nicht. Naja, Fluchtplan klingt anders. Pass auf, wo du hintrittst. Wir sind auf dem C-Deck und wollen zur Schadenskontrollzentrale. Such nach Luke G46. Durch die kommen wir direkt ans Ziel. Okay, wo ist sie? Dala, geh voraus. Ich soll vorausgehen, oder? Ja. Finde Luke G46. So. Wrecker hat sie. Nee, das ist sie nicht. Ah, hier. Ups, sorry. Nee, von hier sind wir ja gekommen. Ja, okay, suchen wir hier. Gehen wir mal einfach mal weiter. Hier, was haben wir denn hier? Jammer. Erhalten. Er funktioniert nicht. Ja. Ich bin jetzt nicht so der Freund. Nee. Ich will schon meine Waffe. Ich will meine Waffe haben. Ja. So. Wir müssen jetzt hier irgendwo durchkommen. Ich verstehe jetzt noch nicht genau wo. Irgendwo die Richtung. Ah, hier. Haben wir's. Luke. Los, packt an. Aufmachen! Oh. Sollen wir echt runter? Du kannst schwimmen, oder Marine? Ja? Wir tauchen bis zum Mitteldeck, da müssen wir über Wasser sein. Also los. Müssten wir. Achso, wir haben ja eh Dings da, deswegen. Das ist kein Problem. Du hast das Arschloch gehört. Bring rein. Muss ich jetzt hier schwimmen? Ganz sicher? Okay. W vorwärts, wenden. Okay, wunderbar. Erreiche die SK-Zentrale. Okay, so geht's schnell, geht's schneller mit Shift. Wunderbar. Gehen wir mal ein bisschen tiefer. Nicht, dass wir oben irgendwo anstoßen. Und die Geräusche sind wirklich sehr, sehr nachgemacht. Wie im Real Life, wirklich total, wie in echt, wirklich Daumen hoch, wie ich schon gesagt habe. Und wir sind hier irgendwie ein bisschen langsamer als die anderen. Hier oben haben wir Feuer. Wow. Wirklich. So, wir könnten hier ein Licht anmachen, aber wir haben gerade kein Licht. So, wir müssen jetzt hier rüber. Hier hoch. So. Hey, sag mal. Der Lebende? Könnte mechanisch sein. Wir müssen weiter. Das Wasser steigt schnell. Sind alle bereit? Dann losgehen. Ja. Wir sind ganz nah. Geräusche sind direkt vor uns. Sir, das klingt wie ein SOS. Vielleicht ist jemand eingeschlossen. Das wisst. So, wir müssen uns beeilen. Dann stürzt irgendwann. Maschinenraum. Mann, seht euch das an. Das ganze Deck steht unter Wasser. Scheiße. Ich glaube, das Wasser steigt. Wir sind auf der anderen Seite der Tür. Rein da. Schnell. Hallo, hier. Hier unten. Das Wasser steigt. Hängt uns da hoch. Das ist der einzige Weg raus hier. Moment. Irgendwie ist die...
Mausgeschwindigkeit ein bisschen